Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Und heute schauen wir uns ein Update von einer richtig coolen Mod an, nämlich von der Expanded Path, Pylons and Fences Mod von Kai Odenik. Und diese bringt sehr viele neue Wege ins Spiel, neue Zäune ins Spiel und noch mehr neue Objekte. Und weil das so viele sind, fangen wir jetzt auch direkt an. Dafür gehen wir mal zu den Wegen als allererstes. Und dann, also das hier, von da bis da sind die Normalwege. Und hier seht ihr dann schon, da sind einige hinzugekommen. Deswegen fange ich mal mit dem ersten an. Das ist nämlich der neue Baumstammweg. Der sieht so aus. Da hat man halt links und rechts verschieden große Baumstämme, die aus dem Boden ragen so ein bisschen. Und in der Mitte können die Besucher dann auf einem Dirtweg gehen. Den gibt es auch in verschiedenen Breiten. Also schmal. Schmal, mittel, breit. Hier seht ihr es auch nochmal beim normalen Weg. Also diese Breiten gibt es auch bei dem Weg. Und als nächstes haben wir den beleuchteten Weg. Den gibt es auch wieder in den drei verschiedenen Breiten. Da ist auch einfach so ein Dirtweg und links und rechts sind halt so ein paar Lampen. Und diese sind bei Nacht dann natürlich auch beleuchtet. Dann haben wir als nächstes den Dirtweg, also den, wie nennt man das, den Dreckweg. Auf jeden Fall ist das einfach ein unsichtbarer Weg quasi, der dann das Gras entfernt. Also hier ist dann die Schneise sozusagen. Einfach so ein Trampelpfad, so würde ich es übersetzen, ne? Ja, ein Trampelpfad. Den gibt es auch in verschiedenen Breiten wieder ganz normal. Da ist halt die Besonderheit, dass er schön das ganze Gras und so entfernt. Kann man natürlich auch dann für andere Sachen nutzen, wenn man mal an einer bestimmten Stelle kein Gras haben will. Weil das ist mit dem Einzeichnetool manchmal nicht so präzise. Kann man sich das dann zunutze machen. Und als nächstes haben wir den unsichtbaren Zaun. Der ist quasi genau wie dieser Weg, nur entfernt er nicht das Gras. Also hier bleibt das Gras dann vorhanden. Aber der Weg ist trotzdem da, da können auch die Besucher drauf laufen. Gibt es auch in den drei verschiedenen Breiten. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht einzeichnen. Also hier ist der schmale, mittel, breit. Und hier kommt jetzt ein sehr interessanter Weg. Das ist nämlich der Viewing Path. Da können die Besucher dann auch von diesem Weg aus die Dinosaurier beobachten. Kann ich euch mal hier zeigen. Genau. Der bekommt dann auch so einen Viewing-Radius. Den hat man ja normalerweise nur, wenn man zum Beispiel so einen Turm oder so platziert. Und dieser Weg hat halt um sich herum auch diesen Viewing-Radius. Das heißt, wenn man hier direkt am Weg dann ein Gehege baut, können die Besucher auch dann wirklich von hier aus die Dinosaurier sehen, nicht die Besucher sehen. Ich glaube aber, Kai Odenik hat es dann so gemacht, dass dieser Weg dafür nicht so viel Besucherkapazität hat. Also hatte ich das zumindest verstanden. Also damit das ein bisschen gebalanced ist für den Herausforderungsmodus und sowas. Den gibt es auch in den drei verschiedenen Farben. Also einmal der billige, der normale und der Luxusweg. Allerdings nur in dieser Breite. Man kann sich das dann ja aber ja wieder selber verbreitern, wie man möchte. Das kann man dann ja auch so machen. Und dann klappt das Ganze ja ganz gut. Und dann haben wir als nächstes den Logline Viewing Path. Genau, in der Farbe gibt es den auch noch. Also nicht Farbe, sondern in dem Stil. Also den gibt es auch. Und den gibt es auch in, also mit Lichtern. Und als Dirtweg. Und als unsichtbaren Weg. Also alle die Varianten, die ich euch vorhin gezeigt habe, die gibt es auch als Viewing Path. Und jetzt seht ihr, hier ist dann auch eine riesen Area entstanden, wo dann die Gäste die Dinosaurier beobachten können. Als nächstes haben wir den Pass-Through Path. Der ist auch sehr interessant, weil dieser entfernt auch gar nichts. Also kein Gras und auch kein Wasser. Das heißt, mit diesem Weg kann man sogar durchs Wasser gehen. Was natürlich auch eine große Besonderheit ist. Oder durch den Wald, wie man möchte. Den gibt es auch in den drei verschiedenen Farben. Und auch mit den Baumstämmen. Und mit dem Licht. Und es gibt auch nicht nur neue Wege, sondern es gibt auch neue Tourschienen. Ich platziere jetzt mal hier so eine Gyrus-Fernfahrt. Binde die mal und dann zeichnen wir mal die
ersten Schienen ein. Das hier sind nämlich die normalen Schienen, die standardmäßig im Spiel sind. Das sind einfach so beleuchtete. Können wir kurz auf Nacht wechseln, dann seht ihr das auch. Und da gibt es jetzt auch noch weitere Varianten. Die findet ihr hier unten. Da gibt es nämlich einmal einen nicht beleuchteten oder eine nicht beleuchtete Schiene. Dann gibt es eine Pass-Through. Das heißt, die kann auch wieder durch den Wald fahren, ohne was zu entfernen. Durchs Wasser fahren, ohne was zu entfernen. Und die ist auch beleuchtet, aber die gibt es auch als unbeleuchtete Variante. Das heißt, die Gyrosphäre kann jetzt hier einfach durch den Wald düsen und durchs Wasser düsen. Mit den neuen Schienen. Und natürlich auch eine unbeleuchtete Strecke haben. Das Ganze funktioniert für alle Touren. Also auch für die Jurassic Tour, für die Jurassic Park Tour. Und auch hier für diese Führung. Auch hier ist ja auch noch eins, eine Truck Tour. Also für die alle funktioniert das. Allerdings gibt es bei der Jurassic Park Tour nochmal ein paar mehr Besonderheiten. Denn standardmäßig hat diese Jurassic Park Tour diese beiden Dinger hier, also einmal die Strecke, einfach nur so eine Schiene. Und es gibt auch noch die Schiene mit Beton darunter. Aber es gibt ja noch einige neue Varianten, nämlich einmal die normale Tourstrecke ohne Beton beleuchtet und auch das Ganze in beleuchtet und mit Beton. Also hier sind dann einfach am Rand noch so ein paar Lampen. Brauche ich euch jetzt, glaube ich, bei Nacht nicht unbedingt zeigen, das könnt ihr euch ja vorstellen. Aber es gibt noch mehr, nämlich gibt es noch den Pass-Through-Tour-Track. Das ist dann die normale Schiene ohne Beton. Das wird gerade ein bisschen kompliziert, die dann halt durchs Wasser und so kann. Natürlich sehr praktisch, dass dann der Jeep hier auch durchs Wasser fahren kann. Weil normalerweise war es halt immer so, soll ich mal zeigen, dass das Wasser halt entfernt wird. Also so war es eigentlich immer. Und diese Pass-Through-Variante, die gibt es auch als, immer hier, ne? Genau, als Concrete, also mit Beton. Und diese beiden Varianten, die gibt es dann auch nochmal als beleuchtet. Hier hat man einmal die beleuchtete Variante ohne Beton und dann einmal mit Beton. Was da besonders cool nochmal ist, ist, wenn man das Ganze dann in Kombination macht mit den... Mit der Jurassic Rides Mod, da gibt es ja diese Boote. Und jetzt kann man die Strecke auch durchs Wasser führen. Dadurch sieht die Bootsfahrt dann auch nach einer wirklichen Bootsfahrt aus. Und dann schauen wir uns als nächstes auch noch ein paar neue Strommasten an. Das ist nämlich der Standardstrommast aus dem Spiel. Und durch die Mod gibt es jetzt auch den Jurassic Park Strommast. Den gab es, glaube ich, nur in Jurassic World Evolution 1. Jetzt gibt es den durch die Mod auch hier. Der ist auch beleuchtet da oben, was cool ist. Kann man kurz auf Nacht stellen. Ist halt schön oben rot beleuchtet. Finde ich echt cool. Und es gibt auch noch Wireless. Tesla-Pylonen heißen die. Also die sind ohne Kabel verbunden. Da gibt es einmal diese Variante, die so ein bisschen qualmt und wo Funken fliegen. Sieht eher nach Defekt aus, muss ich sagen. Aber es gibt auch noch eine Variante, die keine Funken hat. Und damit kann man dann halt auch den Strom durch seinen Park führen. Und als nächsten Punkt haben wir die neuen Zäune. Da gibt es auch einige neue. Also bis hier ist standardmäßig. Und hier geht's los mit neuen Zäunen. Ich werde jetzt auch mal relativ fix platzieren, weil das sind viele neue Varianten, die so minimale Unterschiede nur haben. Das hier ist zum Beispiel eine neue Jurassic Park Zaun-Variante. Da sind die Kabel ein bisschen schmaler und die Kabel stehen auch ab. Also die sind dann hier über diese Nupsis hier, sage ich mal, verbunden. Normalerweise waren die nämlich immer hier direkt an das Stück verbunden, an den Zaun. Und das hier ist halt filmakkurater, also so war es dann halt auch im Film. Hier ist übrigens nur der Unterschied zwischen den beiden Varianten, dass das Endstück anders ist. Also hier ist das Endstück so und hier ist das Endstück halt links, rechts mit diesem Zaun. Und als nächsten Zaun haben wir einen Zaun, der so ein bisschen angeschrägt wurde. Also das ist dann wahrscheinlich hier die Gehegeseite. Und dann ist er so ein bisschen schräg in Richtung Dinosaurier gerichtet. Das Endstück ist dann immer so ein V. Hier ist es übrigens wichtig, wie man das einzeichnet, damit man die Schräge hat. Also ihr seht jetzt, so ist die Schräge nach rechts sozusagen. Ich glaube, wenn ich das jetzt so rum einzeichne... Nee, ist auch... Oder?
Nee, ist falsch. Aber wenn ich es jetzt von hier, von rechts nach links einzeichne, dann ist die Schräge nämlich auf der Seite. Also da kommt es immer drauf an, wie rum ihr das einzeichnet. So kann man das halt so ein bisschen kontrollieren. Ist aber interessant, hier kann man dann auch einfach die Richtung swappen. Das sieht sogar cool aus durch dieses V. Auch ein interessanter Zaun. Und als nächstes haben wir den normalen Zaun nochmal in schräg. Aber diesmal einfach nur so ein richtiger Standardzaun, auch nicht elektronisch. Aber im Prinzip das gleiche wie da, nur halt nicht als Elektrozaun. Dann haben wir ja eine doppelte Variante, also wo es nach links und rechts schräg ist. Und als nächstes haben wir das Ganze in ein bisschen kleiner. Solche kleineren Zäune finde ich ja auch immer sehr, sehr gut. So, als Größenvergleich kann ich mal kurz einen Dino holen. Wie wäre es denn mit so einem Edmonto oder so, hätte ich gern. Wo ist der denn? Da nehmen wir so einen Iguanodon. Also so groß ist der Zaun dann. Natürlich cool, dass man dann auch so kleinere Zäune hat. Und dann auch in schräg. Und dann haben wir hier auch die Nicht-Elektro-Variante, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Und dann wieder die Variante links und rechts schräg. Dann haben wir so einen richtig dicken High-Security-Zaun. Der ist dann für große Fleischfresser sehr gut geeignet. Und jetzt kommen viele niedrige Zäune. Gucken wir uns gleich auch nochmal aus Besucherperspektive ein bisschen besser an. Das zählt jetzt aber erstmal. Vielleicht, wenn wir in Besucherperspektive da durchlaufen, dann kann man auch die Höhe besser sehen. Dann machen wir erstmal 5 Stück, würde ich sagen. So, und dann schauen wir uns die mal schnell an. Mit der Kamera. Genau, da haben wir einmal einen bisschen höheren Zaun, wo man perfekt hier durch die Lücke gucken kann. Dann haben wir einen, der etwas niedriger ist, genau gleich vom Design, aber da kann man rüber gucken. Hier ist einer mit so einem Geländer auch noch, wo man sich festhalten kann, kann man auch perfekt rüber gucken. Dann haben wir einen höheren, ja, ich nenne ihn mal Maschendrahtzaun. Und hier ist der dann auch nochmal niedriger, wo man rüber gucken kann. Da haben wir als nächstes einen Parkzaun. Also so ein ganz normaler Außenzaun für so einen Freizeitpark, würde ich sagen. Ein Standardzaun. Dann haben wir einen Kabelzaun. Einen Kabelzaun mit Holzenden. Ein Kabelzaun, wo das Kabel so ein bisschen durchhängt. Das funktioniert auch richtig mit Physik, wie ihr sehen könnt. Das Kabel wackelt auch richtig. Dann haben wir das Ganze auch nochmal mit den Holzenden. Hier nochmal niedriger mit nur einem Kabel. Hier kann man allerdings die Dinger mal nur so kurz machen vom Abstand, damit das Kabel nicht komplett auf dem Boden durchhängt. Dann haben wir hier nochmal einen fetteren Zaun. Mit unten so ein bisschen Beton. Aber wir können ja auch nochmal in die Besucherperspektive gehen. Da kann man dann auch perfekt durchgucken. Hier ist dann dieser niedrige Kabelzaun. Ein bisschen höhere Kabelzaun. Dann das Ganze mit Metallpfosten. Kann man dagegen laufen? Nee. Ich dachte, vielleicht wackelt das. Hier das Ganze mit so Stahlstreben dazwischen. Und auch nochmal hier das Ganze. Ihr seht schon, das sind so viele, ne? Da muss man halt echt schnell durchgehen, damit ich euch die alle zeigen kann. Sonst wird es ewig dauern. Hier waren wir stehen geblieben, ne? Ja, genau. So, als nächstes haben wir einen unsichtbaren Zaun. Da hat man dann nur links und rechts solche Stromdinger. Halt ähnlich wie diese Strommasten. Dann haben wir einen komplett unsichtbaren Zaun. Das ist auch super praktisch. Wenn man dann so natürliche Barrieren baut, wie Klippen und sowas, kann man das halt im Nachhinein damit abstecken, damit die Dinosaurier dort auch nicht rübergehen. Und als nächstes haben wir den markierten Zaun in unsichtbar. Markiert heißt, dass der
den Untergrund entfernt. Also achtet mal hier auf das Gras und sowas. Das verschwindet. Bei dem Unmarkierten halt nicht. Da verschwindet gar nichts. Ich glaube, hier dürfte auch der Wald verschwinden zum Beispiel. Ja, genau. Bei dem Unmarkierten bleibt der Wald. Dann wird es jetzt auch nochmal interessant. Also so viel. Hier haben wir nämlich eine Hecke. Das ist eine niedrige Hecke. Dann haben wir eine mittelgroße Hecke. Und eine hohe Hecke. Auch super interessant. Gucken wir uns nochmal schnell in Besucherperspektive an. Finde ich optisch richtig cool. Ist auch cool, dass dann hier so ein paar Lücken drin sind, wo man durchgucken kann. Also weil die mal so ein bisschen niedriger sind. Das ist echt nice, wenn dann dahinter ein Gehege ist zum Beispiel. Hier kann man dann gar nicht durchgucken bei der hohen. Und als nächstes haben wir Büsche. Das ist wie die Hecke, nur ein bisschen breiter. Das sieht man, glaube ich, ganz gut, ne? Bisschen buschiger halt. Dann haben wir hier ja, so einen Nadelbaum. Kann man natürlich auch so machen. Könnte man jetzt ein Labyrinth sogar bauen mit. Hier nochmal einen anderen Nadelbaum. Da gibt es auch viele Varianten. Oh, den finde ich auch richtig cool. Das ist nämlich so ein Zaun. Moment, setzen wir uns nochmal hier hin. Könnt ihr auch die nochmal sehen. Aber das hier ist zum Beispiel mit so Holzstämmen in verschiedenen Höhen. Kann man auch perfekt drüber gucken. Gibt es aber noch in anderen Varianten. Also da gibt es auch einige. Das sind so viele neue Zäune. Das ist echt cool. Hier gibt es den zum Beispiel nochmal ein bisschen höher. Und in noch höher. Dann gibt es den auch nochmal so. Da ist die Höhe, glaube ich, jetzt zum Beispiel die gleiche wie hier. Nur variiert das hier so ein bisschen mehr. Seht ihr das? Von den, dass der eine mal ein bisschen höher ist, der andere ein bisschen niedriger. Und das gibt es in ganz hoch dann auch nochmal. Also das sind viele, viele verschiedene Varianten. Schon nice aus. Da kann man auch dann hier wieder perfekt rüber gucken. Der ist halt noch ein bisschen niedriger. Und das war es immer noch nicht, denn wir haben hier auch noch eine Barrikade. Die sieht dann so aus. Ein bisschen aus wie so eine Panzerbarrikade. Hier könnt ihr es auch noch mal am Wegesrand sehen. Sieht schon ziemlich cool aus. Aber das war immer noch nicht alles, denn es gibt bei den Zäunen noch mehr. Nämlich ganz unten gibt es noch, genau, die Barrikade haben wir gerade gemacht. Hier gibt es noch ein Gästetor. Und da können nämlich die Gäste durchgehen. Und da gibt es auch verschiedene optisch. Platziere die mal alle nebeneinander. Das sind nämlich genau diese hier. Ah, das ist ein normales Gate sogar. Das kann man in den Zaun einsetzen. Das gab es nämlich auch nicht mehr, das rote. Das gab es, glaube ich, nur in Jurassic World Evolution 1, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das hier ist zum Beispiel für Fahrzeuge. Und diese vier Stück sind für Besucher. Das heißt, das kann man mit dem Weg verbinden. Und dann können dort die Besucher auch durchlaufen. Ich weiß jetzt, alles ein bisschen chaotisch, was ich hier mache. Aber es liegt halt daran, weil es so viele Objekte sind. Und da können dann die Besucher schön durchlaufen. Mich würde halt jetzt gerade mal interessieren, das habe ich auch noch nicht getestet, ob sich die Tore dann wirklich öffnen. Ah, jetzt gehen die Besucher da durch. Das heißt, man muss diese Tore manuell öffnen. Wenn man das schließt, ist der Weg blockiert und dann gehen die da nicht mehr lang. Finde ich aber auch cool. Dann kann man auch so ein bisschen regulieren, welcher Bereich wann geöffnet wird vom Park. Ah, jetzt seht ihr das. Die können dann halt da durchgehen, wenn die Tore geöffnet sind. Und ich finde, das sieht optisch echt cool aus. Das Ganze kann man dann wahrscheinlich ja auch hier mit Zäunen connecten, gehe ich mal von aus. Ja, hier kann man dann so Zäune dran machen, auch noch ganz normal. Und dann kann man sich da einen schönen Parkeingang mitbauen. Diese Zäune können übrigens auch zerstört werden. Oh, hier guck mal, er klettert darüber.
Das sah natürlich ein bisschen komisch aus. Aber wie gesagt, die haben auch hier alle ein Model zerstört werden können. Also sehr, sehr viele neue Sachen. Aber wir gucken uns jetzt nochmal an, wie der Indominus Rex sich hier einen Besucher snackt. Und das war es dann auch erstmal mit der Mod. Also sehr, sehr viele neue Objekte, Zäune und. Ich konnte es euch jetzt leider nicht so ausführlich zeigen, sonst wäre das Video zu lang geworden. Aber ich verlinke euch natürlich die Mod unten in der Videobeschreibung. Und auch nochmal ein Video von dem Mod-Ersteller, wo es ein bisschen ausführlicher alles zeigt. Ich hoffe, das Video hat euch gut informiert und gefallen. Dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.